Meine Damen und Herren, am Montag war Tag der Deutschen Einheit und seitdem fragen sich immer mehr Menschen im Westen, Einheit gut und schön, aber sollten wir nicht beim nächsten Mal doch lieber ohne den Osten feiern? Ich meine, es ist nicht alles schlecht. Die Einheit ist eine prima Sache. Im Ruhrgebiet bekommt man jetzt als Currywurst eine Original-Thüringer. Das finde ich gut. Und Einheit, ich meine, da war schon Einheit am Montag. Es waren mehrere Einheiten, könnte man sagen. Eine Einheit war Pegida, ne? Eine andere Einheit war Merkel, mehrere Einheiten Polizei waren auch da. Und dann eine Einheit, die gedacht hat, 7 € für ein Bier, spinnen die jetzt total. Aber als dann Merkel und Gauck in die Frauenkirche gingen und es Beschimpfungen hagelte wie Haut ab, Volksverräter, stinkt dir, um nur mal die netteren und zitierfähigeren Formulierungen hier zu nennen, da dachte ich doch, interessant, so demonstriert man in Dresden für die christlichen Werte des Abendlandes, indem man Menschen beschimpft, die einen Gottesdienst besuchen wollen. Außerdem wurde ein Schwarzer auf dem Weg zur Kirche mit Affenlauten verhöhnt. Auch das hat mich nicht gewundert. Das überrascht einen gar nicht mehr, oder? Hat mich nicht überrascht. Nein, gewundert hätte mich, wenn die in der Lage gewesen wären, ganze Sätze zu bilden. Natürlich. Immer mit dabei, mittendrin, bei den Protesten, der wegen Einbruchs- und Drogenbesitz vorbestrafte Gründer von Pegida, Lutz Bachmann. Ja, der jetzt übrigens seinen Lebensmittelpunkt nach Teneriffa verlegt hat. Der Ausländerhasser wohnt jetzt im Ausland. Seitdem demonstrieren auch Menschen auf Teneriffa, und zwar die patriotischen Tinefenios gegen die Bachmannisierung des Kanarenlandes. Wenn die so drauf sind wie die Sachsen, was den Umgang mit Ausländern angeht, dann empfehle ich Herrn Bachmann, Feuerlöscher mit ins Reisegepäck. Ne? Natürlich sind nicht alle Sachsen so. Es gibt auch die gemäßigten Sachsen, gar keine Frage. Es gibt die gemäßigten Sachsen und die extremistischen Sachsen, also die Sachsisten sozusagen. Aber ich erwarte einfach auch von den gemäßigten Sachsen, dass sie sich von den Radikalen, den extremistischen Sachsen, distanzieren. Warum distanzieren sich die gemäßigten Sachsen nicht? Ich kriege das gar nicht mit. Aber viele scheinen wohl doch zu sympathisieren auf eine mehr oder weniger klammheimliche, stille Art und Weise. Die Polizei sogar weniger still. Wir wünschen einen erfolgreichen Tag für Sie. Ja. Erfolgreichen Tag. Das von der Polizei, sensationell. Das von der Polizei. Da waren die selber überrascht, ne? Wie? Hätte ich jetzt doch den Galgen mitbringen dürfen? Die Polizei, dein Freund und Hetzer.